Projekt 7 von 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sesam, öffne dich. Dominik 2020. Das sind alles keine guten Passwörter. Fühlt sich jemand ertappt? Wie ein gutes Passwort funktioniert, damit haben sich die beiden Jungs beschäftigt, die wir jetzt hier gleich auf der Bühne haben. Ihr Prototyp heißt Passwörter. Hier sind Albrecht und Christoph. Passwörter, das ist ein Generator für Passwörter, für das Internet und so allgemein. Genau, also wir haben uns bei diesem Passwörter dabei gedacht, dass eben sehr, sehr viele Leute entweder den im Browser eingebauten Passwortgenerator benutzen, der einfach irgendwelche Buchstaben und Zahlen aneinander würfelt und darauf wird es dann jeder aufschreiben oder so oder speichern. Oder man nimmt sich ein viel zu einfaches Passwort, wie man hier auch wunderbar sehen kann, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wörter sind nachweislich um einiges leichter zu merken als Buchstaben, weil Wörter haben im Gegensatz zu Buchstaben eine Bedeutung. Das heißt, man kann sich irgendwas damit verbinden. Genau. Und deswegen kann man das auch gut als Passwort nehmen. Dieser Passwörter hat einige Features und zwar was er als erstes macht, ist, er nimmt eine Menge an Zeichen aus einer Bibliothek von 1500 Wörtern, so viele, bis eine Mindestlänge erreicht wurde. Und danach kann man noch zusätzlich entweder Zeichen darin ersetzen, also zum Beispiel, was viele machen, E durch eine 3 oder, keine Ahnung, I durch eine 1. Und man kann auch einstellen, dass er zwischen den Wörtern ein bestimmtes Zeichen setzen soll. Also ganz einfach ist natürlich ein Leerzeichen. Wenn man es verwirrend für Leute machen will, die es nicht wissen, dann nimmt man Buchstaben, weil dann wird keiner herausfinden, was für Wörter du da eigentlich eingegeben hast gerade. Und genau. Wir haben auch eine einfache Bedienung auch gemacht, und zwar durch einen Fenster. Also das sind jetzt so die ersten Versuche und so, mit dem Zeichen ersetzen, also was noch nicht so richtig funktioniert. Mindestens funktioniert das hier, diese Mindestlänge. Das gibt an halt, wie viele Zeichen es für ein Passwort gibt. Also, und ja, es schnappt halt irgendwelche Wörter raus. Und dann, ja, durch einen Klick von Generieren, generiert es dann ein Passwort. Wie zum Beispiel Sankt Nimmerleinstag, Elternhaus, Beschatten, Schlussstrich, ja. Irgendwelches Passwort wird dann halt generiert. Und dann kann man entweder halt nochmal generieren oder ins halt kopieren und ja. Genau, also das Fenster ist noch nicht ganz fertig. Deswegen habe ich hier einmal gezeigt, was das alles tatsächlich kann. Also es kann eben einmal hier die Länge vom Passwort definieren. Hier kann man ein Zeichen definieren, welches zwischen den Wörtern sein soll. In dem Fall habe ich einfach ein Leerzeichen genommen. Und hier kann man eben sagen, dass zum Beispiel ein E durch eine 3 ersetzt wird und ein I durch eine 1. Und dadurch entsteht dann ein etwas schwieriger zu lesenderes Passwort. Pappkamerad ungeheuerlich. Also wir haben gerade nur den Download auf GitHub gelassen. Also auf github.com, Dingsabungsa, Passwörter. Ja, da gibt es schon den Download von den ersten Versuchen und so. Und dazu, ja, vielleicht werde ich auch eine externe Webseite oder sowas machen. Wer weiß. Danke fürs Zuhören. Echt. Albrecht und Christoph und Passwörter. Euer Applaus. Kommt nochmal zu mir. Ihr habt euch für das Thema Sicherheit im Netz entschieden, so ein bisschen. Es ist ein sehr wichtiges Thema, finde ich, aber wie seid ihr drauf gekommen? Ja, weil wenn ja auch zum Beispiel wie längeres Passwort ja ist, dann dauert es auch länger, diese Passwörter auch zu cracken. Habt ihr Erfahrungen mit Menschen, die unsichere Passwörter haben? Ich sage jetzt nicht, habt ihr Erfahrungen damit, aber kennt ihr vielleicht jemanden? Nein, leider nicht. Ist vielleicht besser so.
Also ich kenne schon so ein paar Leute, die dann solche Passwörter benutzen. Oder was ich sehr häufig eben höre, ist, dass dann für sämtliche Sachen das genau das gleiche Passwort benutzt wird auch. Genau. Euer Passwortgenerator ist ja jetzt zum Download, der ist schon einsatzbereit. Wie habt ihr das geschafft in der Kürze der Zeit? Also in der kurzen Zeit haben wir alles nicht geschafft, weil das Zeichenersetzer funktioniert noch nicht ganz genau. Okay, aber immerhin, ein Stück weit geht schon. Also es geht schon mindestens was mit diesem Passwortersteller und so, also Generator. Deswegen heißt es ja auch Prototypen, was ihr macht. Vielen Dank euch beiden für euren Passwort. Danke.